dauernd im Angebot für 1 Euro. Ja, bei dir sind sie im Angebot für 1 Euro. Wenn sie mal nicht im Angebot sind, dann kannst du sie halt verkaufen. Günstiger, irgendwie so. Das ist doch Das so heißt, ein widerliches Gesöff. ich weiß nicht, Ich ich habe finde es sowas noch nie eigentlich. getrunken. Ich finde es super. Es ist unglaublich süß. Macht zwar nicht wirklich wach. Wie lange müssen wir jetzt noch aufnehmen? Sind wir nicht bald fertig? Ich habe Hunger. 5 Minuten. Oh. Du kannst ja gleich Bockwurst fressen, Mann. Ja, wir haben hier keine Bockwurst, wir haben noch andere leckere Sachen. Ich hätte mir ein paar Kiwis reinzimmern, dazu ein bisschen Brot mit Salami. Was denn für Salami? Putensalami. Pferdesalami. In welcher Größe? Na, diese normalen CD-artigen. Ja, die ist eklig. Das ist die von K-Classic. K-Classic. Ich finde, dass diese kleinen Scheiben immer besser. Ja, Die ich nicht. großen finde ich nur gut, wenn man sie warm macht. Also ich mag an diesen, was ich an diesen großen lieber mag, ist, dass ich, da habe ich einfach mehr davon. Ja, aber die schmeckt wie Scheiße. Ist mir doch egal. Ja, toll. Ich kaufe das Zeug, weil ich satt werden will und weil ich. Dann kannst du dir auch runde Brotscheiben stanzen und die nehmen. Ja, weißt du, wie dick mein Brot ist, was ich früher immer mit in die Schule genommen habe? Ich meine, das war irgendwie so Zentimeter dick. Dann kamen 2 Zentimeter Wurst und dann kam noch 1 Zentimeter Salami. Nee, noch 1 Zentimeter Brot. Wurst ist gleich Salami. Genau so war das. Ich hab in der Schule noch nie Essen mitgehabt. Ich hat's manchmal, eine Zeit lang. Dann mal wieder eine Zeit lang nicht und dann wieder eine Zeit lang doch. Jetzt müsste ich es ja nicht mitnehmen. Ich habe Ich aber auch mach nie was Hunger Kriege. gekauft oder so. Also ich habe einfach kein Mittag gegessen. Das machst du ja bestimmt Ja, ich anders. auch nicht. Nee, ich Oh, mach. cool. Nö, ich hab auch kein Geld. Ey. Deswegen mag ich es nicht in der Mensa zu essen. Es sind um die Mittagszeit immer so viele Leute und es ist so laut und man muss so lange anstehen und das Essen schmeckt wie Scheiße und ja, die ganzen Probleme, die man halt so als Student hat. In meiner Traurig. Abi-Klasse haben immer alle so getan, als wenn es unnormal ist, wenn ich nichts esse. Ich meine, ich hab halt abends um 20 Uhr sowas gegessen und dann erst am nächsten Tag um 16 Uhr wieder. Ja, kann man ja auch machen irgendwie. Wie komme ich denn hier irgendwo hin? Ah. Weiß nicht, welches Team bist denn du? Rot, B. Ah, ich stehe am B. Natürlich Bin wieder ich nicht für an den A? Feind. So, sind aber auf A, dann bist du falsch. Ja, jetzt bin ich an C. Wo geht's zu A? Fuck. Hat uns der böse Spion getötet. Hier komme ich wieder zu A. Beziehungsweise, Ne, zu was B. war Hier das denn? geht's irgendwo lang. Der Wichser hat mich geballt. Hier bin ich jetzt an so einem Spawn. Krass. Oh ja, also da hat der Alter, wo bin Typ ich? dir die Hier bin ich Eier in A. die Nee, Köpfe C. geschlagen. Scheiße. Ich habe vorhin so ein interessantes Video auf YouTube gesehen, das auch so an Dragon Ball angelehnt war. Geht's auch wieder darum, dass die Türken selbst töten? Meinst du das mit Vegeta als Gynäkologe? Nee, das ist ja schon alt. Das Das war war trotzdem sehr irgendwie. lustig. Das hieß Skyrimming Dragon Balls. Oh Gott. Nice. Und allein der Zeichenstil war schon so dumm. Ja, dann ging es halt um den Drachen von Dragon Ball. Der hatte halt die dicken Dragon Balls unten dran. Und Son Goku und Vegeta wollten die haben. Und dann kam der Typ von Skyrim und hat die verteidigt. Und ja, dann waren sie alle glücklich, dass sie die Dragon Balls hatten. Ich weiß nicht, es war gleichermaßen interessant und verstörend. Schick mir einen Link. Das kann ich verstehen. Warum soll ich den Link schicken? Gib einfach bei YouTube einen Skyrimming Dragon Balls. Ach, sogar auf YouTube gibt's das. Ja, wo sonst? Im Fernsehen oder was? Ja. Sicher. Pay-TV. Das ist so vom Stil her, so wie diese Videos von Oni. Also das. Hast du das neu von ihm gesehen? Finde ich dämlich. Was So mit dämlich. Wingardium Wingardium Leviosa. Leviosa? Na, nee, das. Zwei. Ja, ich fand das gar nicht so verkehrt. Also. Das ist sehr dämlich. Sehr Ja, dämlich. die Videos machen keinen Sinn, aber die sind lustig. Sagt alles? Ja. Was? Nee. Ich hatte gerade noch ein bisschen rumdesied und jetzt schaue ich dir hier beim Snipern zu. Sehr interessant. Die Technik. Solltest nicht machen. Elegant. Ich bin so schlecht im Snipern geworden. Och, wieso denn? Hast du da gerade super dem Demo gedodged und bist. Weiß nicht, was dich jetzt gefickt hat. Ich hab's nicht gesehen. Ein Epic Rocket Lag. Launcher mit 5 205 Kills hat mich geknödelt. Cool. Geknödelt. Ja. Knarzel. Knarzel,
Warte, wie war es? Knarzel, Barzel, Intibat? Hä? Ach, keine Ahnung. Von dem einen EBF-Part. Es gibt Knarzel, es gibt Nappel, es gibt... Dann lädst du davon eigentlich mal wieder was hoch. Ja, wenn ich was aufnehme. Dann nimmst du wieder was auf. Wie weit bist du eigentlich? Die Tage. Ich bin jetzt vorm dritten Boss, glaube ich. Ja. Ja, vorm dritten. Boah, ultra lame. Der Robo. Wow, instant tot. Oh, ich hab's gesehen. Das war sehr sexy. Das kann ich mir vorstellen. Weil mein Sniper so gottlos hässlich ist. Na, guck. Du hast einen grünen Hut. Das ist nicht unbedingt hässlich. Der ist nicht cool. Der sieht richtig kacke aus. Grüne Hüte sind noch toll. So, da haben wir wieder Rüben. An der Sniper-Rifle. Warum spectatest du mich? Der bahnt sich, weiß ich nicht, ich hab grad keinen Bock mehr zu spielen. Ja, ich auch nicht, aber ich muss ja. Ja, du bist ja auch der Host. Der Motherfucking Ich kill alles Typi und Vorsicht, da kommt was von hinten. Ha, verarscht. Aha. Ja, also ich glaub typ, das aber, hier... weil die ganze Zeit immer so ein Spy hinter mir ist. Wir haben gewonnen. Ja. Ich habe 3 Punkte dazu beigetragen. Wow. Ich bin 2-mal gestorben. Als Spectator. Nee, der war so gut, er stirbt als Spectator. Ja, ja. Könnte ein neuer Witz werden. Oh. Deine Mutter ist so schlecht, die stirbt als Zuschauer. In einem Multiplayer-Spiel. Und der Witz war eben voll gut. Lacht gefälligst darüber. Deine Mutter ist so schlecht, die spielt Call of Duty mit dem Lenkrad. Das geht. Du kannst auch das hier mit dem Lenkrad spielen. Ja, ich stelle mir das aber extrem. Weiß ich nicht. Das hängt von der Klasse ab. Als Heavy ist das sicherlich gut. Als Medic geht es bestimmt auch. Einfach nur nach rechts lenken. Sniper könnte ein bisschen schwer Gas werden. Geben. Ich glaube, du kannst mit dem Lenkrad nicht nach oben und unten zielen. Zumindest sah es in dem Video so aus, wenn man auf einer Ebene drehen kann. Da bräuchte man ja so coolen Flieger-Joystick. Ich habe so ein Ding sogar. Einen uralten. Hat mein Bruder mir mal hier gelassen. Warum auch immer. Ich habe noch so ein extrem altes gehabt. Das wollte ich letztens auch mal anschließen, aber ich hatte keinen Anschluss dafür. Also Stecker hat nirgends gepasst. Ja, da. Nee. Bevor du jetzt irgendwie rumfriemelst. Ich freue mich auch schon auf die Zeit, wenn ich jetzt irgendwann mit Oblivion fertig sein sollte. Das passiert. Du mit deinem Noob-Equip da. Lass doch mein Noob-Equip in Ruhe. Du kannst mir Tipps geben. Ja, was soll ich da groß an Tipps geben? Du hast deinen Charakter völlig versaut. Mir doch egal. Versaut vor allem. Ich habe doch keine Ahnung davon. Hat doch keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es hätte anders machen müssen. Mit der Zeit kommt die Erfahrung. Du müsstest einfach so einen selbst generierten Hardcore-Modus spielen, wie Kungen das macht. Immer wenn du... Also du spielst auf maximaler Schwierigkeit. Oh Gott. Und immer wenn du stirbst, musst du alle Items droppen. Wenn du das 3-mal gemacht hast, musst du deinen kompletten Charakter löschen. Nice. Das klingt schon so super. Aber erzähl mir, Jack, was hätte ich denn anders machen sollen, damit ich beim nächsten Mal davon lerne? Ja, du hättest komplett mit God-Mode spielen müssen erstmal. Ich will Jacks Meinung hören. Oder er hat keine Meinung. Alexanders Meinung. Das ist ein Untermensch. So kein Untermensch. Ich respektiere seine Meinung. Aha. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ich kriegen kann. Also laber mit mir. Los. Genau, also, Untermensch, rede. Also zuerst solltest du normal spielen. Das ist schon mal eins. Was heißt denn normal? Normal. Wie ein Mensch halt. Spiele ich etwa nicht normal? Nein, du läufst immer rückwärts und drehst dich. Und? Und da war dieses eine Einhorn. Das war hübsch. Ja, was hätte ich damit machen sollen? Es hat mich angegriffen. Ich konnte nichts dagegen unternehmen. Du hättest reiten können. Ja. Hätte ich überhaupt nicht, es hat mich angegriffen. Es ist doch scheißegal. Du hättest einfach fest und steigst auf. Ja, genau. Nee, hier noch meinen Penis in sein Ding ins gesteckt. Nein, du musst nur sein Horn abreißen und ihm in den Arsch schieben. Ja, das war jetzt mein nächster Vorschlag. Ja, und zwar baust du das Einhorn für eine Quest. Mir doch egal. Ja, die Zipfelquest. Ich mach sowieso, hab ich jetzt nur noch die Mainquest zu Ende. Ja, und wo bist du gerade mit der Mainquest? Am Anfang. Nirgendwo, ja. Ganz am Anfang. Er muss aus dem Gefängnis flüchten. Nach 150 Parts. Ich hätte Quatsch befreit. Oh Gott, da bist du erst. Ja, natürlich, und da habe ich mich dem ganzen anderen Shit zugewandt.
Und ich schätze mal, bei dir kommen schon die ganz starken Dedras. Ganz starke Dedras, die gibt's. Die Krokodile. Ja, genau. Weil diese welche? Großen Spinnen. Spinnen? Ja, diese kommen noch nicht anscheinend. Ja, also du musst halt Monster zerkacken gehen und beweisen, dass du einen großen Dong hast. Ja, die Monster zerficken mich immer. Ich hätte jetzt zuletzt die letzte Diebesgilden-Quest gemacht. Mit cool. all meiner Weisheit habe ich, weiß nicht. Was ist das für ein Sniper? Ich habe realisiert, dass ich eigentlich Diebesquest-mäßig da irgendwie vorbeischleichen soll, sondern bin einfach reingerannt und habe versucht, alles kaputt zu ficken. War das die Mission so mit den Blinden? Das ist ja. Falsch. War das nicht die, wo man in den Kaiserpalast eindringen muss? Ja. Nee, nicht die. Ja, das ist so ähnlich. Da in dieses alte Archiv und irgendwie war ich da in diesen Katakomben und da waren diese ganzen Geister und Skelette und die Zombies und die hast du Angst haben mich alle. Nö, die haben mich alle geswarmt und da hatte ich dann irgendwie 5 bis 10 Stück an der Backe. Und keine Ahnung. Das war und ich hatte auch keine Hämmer dabei und meine Waffen sind die ganze Zeit kaputt gegangen. Reparaturhammer? Hat dich nicht dabei. Hat er gerade gesagt. Dann kauf dir welche. Mann. Ja, ich war aber da unten und wollte nicht nochmal in die Stadt zurück. Dann hättest du dir halt selber welche gebaut. Zehnmal versucht, bis ich dann offscreen in der Stadt bin. Du nimmst einfach die Knochen von den Zombies und baust dir dadurch einen Hammer. Ja, wenn das so gehen würde, würde ich das sicherlich machen. Aber das ist nicht Skyrim. Da geht das. Oh. Nee, bei Skyrim muss man nichts reparieren. Bei Skyrim sind die Kombinationen, um Dinge zu erschaffen, teilweise echt komisch. Um Alchemie? Also mit Alchemie habe ich mich ja nie beschäftigt. Alchemie. Finde ich es nicht ziemlich unpassend, dass wir hier über Skyrim und Oblivion labern, während wir TF2 spielen sollten? Ich wollte gerade sagen, immer wenn wir... Du wolltest eigentlich schon vor 5 Minuten aufhören aufzunehmen. Immer wenn wir TF2 spielen, führt die Diskussion früher oder später zu Skyrim. Ja, Skyrim ist eben das Uber-Spiel. Nee, selbst stinkt. Gollum spielt jetzt Skyrim. Oh Gott. Deinen Explanations nach ist er aber noch schlechter im Spielen als du. Ja, er ist ziemlich schlecht. Super, der sollte mal mit uns Schmeid spielen. Nein, er hat ja keinen PC. Was ist das denn für ein Untermensch? Er hat nur eine PS3 und eine Wii. Oh Gott. Ja, die Wii, die rettet es ja noch einigermaßen, aber wie kann man keinen PC haben heutzutage? Ja, das ist echt ekelhaft. Hat er keine Steckdosen? Doch, er hat Steckdosen. Aber bestimmt nur die mit den 3 Löchern. Nee, ohne Löcher. Ja, also halt so eine ausländische Steckdose. Nein, er hat ja seinen Laptop, mit dem er ins Internet gehen kann. Der ist noch crappiger als mein Craptop. Also ich glaube, da läuft nicht mal ein Minesweeper drauf oder so. Das möchte ich bezweifeln. Aber Schmeid braucht auch nicht viel. Also, ich finde, Schmeid braucht unglaublich viel. Mein Craptop weigert sich, das ordentlich zu machen. Deswegen bin ich immer... Es läuft besser als der Rotz hier. Geht so. Ich glaube, es läuft so ungefähr gleich schlecht. Solange hier bei TF2 nichts abgeht, kann ich das bedenkenlos spielen, aber sobald 3 bis 4 Leute da irgendwas machen, geht's in die Knie. Und genauso ist es auch bei Schmeid. Spielt Schmeid mit uns. Ich würde sogar World of Tanks mit euch zusammen spielen. Nein, das stinkt. Oder War Thunder. Nee, War Thunder ist kacke. Wenn man auf Flugzeuge steht. Wirklich, das ist mit Flugzeugen. Sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ja, solltest du. Ach. Jetzt sofort. Irwin, beende die Aufnahme. Ich will essen gehen. Ja, wenn ich sterbe. Ich habe gerade so einen guten Spot. Ja. Wo denn bitte? Bist du in meinem Team? Ja. Gut, ich bin auf... Du stehst in einem Haus. Ich bin auf B oder so. Und wenn die vom Spawn kommen, müssen die alle hier langlaufen, um zu C zu kommen. Und dann kann ich ihnen in den Rücken schießen. Moment, also ich such dich jetzt. Nein, ich sterbe. Kannst du mich als Spectaten? Nee, ich hab grad meinen Kopf... Spektate mich. Nee, also kann ich eigentlich die anderen Typen hier Nachrichten sagen, Nachrichten schreiben. Nein. Ach, endlich. Ach, da bist du, oder was? In der Hütte. Du verdammte Schlawiner, du. Ich habe zwar nicht viel gekillt, aber ich hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, weil mich keiner gesehen hätte. Gut, dann würde ich sagen, dann reicht das für heute. Ach, danke, Mann. Danke. Und bitte schreibt nicht unter die Videos, dass ihr mehr davon wollt. Dann
Ich nehme auf, wenn ich Lust drauf habe. Also nicht so wie wieder. Nicht so wie heute, wo ich gar keinen Bock hatte. Also erst in 6 Monaten wieder. Keine Ahnung. Aber egal, cool. Besser als wenn Leute nerven. Also, genau. Eure letzten Worte. Ich hab Hunger, Wiedersehen. Mhm. Ich hab heute Döner gegessen, der war lecker. Mhm. Gut, totaler Krieg, tschüss.